An der italienischen Adria befindet sich der Campingplatz der Superlative. Er hat eine Kapazität für 12.000 Übernachtungsgäste. Und dafür arbeitet die Campingplatz-Crew rund um die Uhr. Sommer, Sonne, Pizza. Alles vor der Wohnwagentür. Auf einen schönen Urlaub. Pro Tag hunderte Kilo selbstgemachtes Eis für den Camper-Nachwuchs und zugleich familiäre Gästebetreuung durch Chef Massimo höchstpersönlich. Dankeschön. Ja, Dankeschön für die vielen Jahre. Dolce Vita auch für Hunde. Saisonhighlight ist eine riesige Show am Sandstrand. Das gesamte Gelände ist größer als 100 Fußballfelder. Es ist ein magischer Ort. 10 Schwimmbecken und 3 Wasserrutschen. Marina di Venezia, einer der größten Campingplätze in Europa. Ein ganz normaler Morgen im Hochsommer auf dem Campingplatz Marina di Venezia. Vor den Toren warten bereits mehr als 100 Camper auf Einlass. Sie alle sind am Vorabend oder in der Nacht eingetroffen. Massimo Battaglio ist Client Manager des Campingplatzes und hat in der Hochsaison den stressigsten Job. Er muss die rund 12.000 Übernachtungsgäste straff organisieren. Zugleich ist er aber auch so etwas wie die gute Seele des Campingplatzes. Diese Camper haben die Nacht auf der Wartewiese vor dem Campingplatz verbracht. Der Großteil von ihnen kommt aus Deutschland. Jetzt gilt es, frei werdende Plätze nahtlos mit den wartenden Gespannen zu belegen. Und zwar so schnell wie möglich. Denn die Neuankömmlinge werden ungeduldig. Also das Wichtigste ist, dass die Gäste hier beruhigt werden, dass sie wissen, wie lange es dauern kann und wann sie überhaupt reinkommen. Der Südtiroler ist zweisprachig aufgewachsen. Italienisch und Deutsch. Das kommt ihm hier zugute. Denn die wichtigste Sprache auf dem Teutonengrill ist natürlich Deutsch. Englisch, Deutsch. Okay, kennen Sie schon den Bereich? Nein, noch nicht. Aber mir wird schon gesagt, dass es anscheinend mehr verschiedene Bereiche gibt. Ja. Genau, das ist praktisch der nächste Bereich dann. Okay, ich warte nur, bis der mir Bescheid gibt und dann können Sie vorfahren. Und der Kollege mit gelbem T-Shirt zeigt Ihnen, wie Sie parken können. Sie können losfahren. Nach fast 10 Stunden Wartezeit öffnet sich nun für die Ersten in der Warteschlange das Tor zum Urlaubsparadies. Eng wird es auch beim Checkout. Trotz moderner Computerunterstützung gibt es hier die nächsten Warteschlangen. Damit zumindest draußen kein Durcheinander entsteht, verlassen Abreisende den Platz durch das Haupttor. Organisation pur. 3000 Stellplätze und mehr als 350 feste Unterkünfte bietet der Mega-Campingplatz. Chef Massimo ist ständig auf Trab. Besonders jetzt, kurz vor dem Saisonhöhepunkt. Nächste Woche haben wir 2 große Events. Ja, eines davon hat auch internationale Valenz, weil es kommt eine professionelle. Am italienischen Feiertag Ferragosto soll das Top-Event stattfinden. Familie Sturmann aus Baden-Württemberg möchte das nicht verpassen. Aber zuerst müssen sie auf den Platz kommen. Die junge Dame im gelben T-Shirt überbringt die erlösende Nachricht. Es kann losgehen. Auf dem Smartphone zeigt Kalle Sturmann seinen Lieblingsstellplatz. Ja, das sind unsere ganzen Freunde. Er und seine Familie sind schließlich Stammgäste hier. Noch ein weiterer Kundenwunsch für das Campingplatz-Team. Also der war frei. Jeder Camper bekommt für die Zeit seines Aufenthalts ein Armband. Willkommen im Club. Questo ragazzo della Via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città e lo diceva mentre piangeva. Ein Mitarbeiter führt die Ankömmlinge mit dem Rad über den riesigen Campingplatz zum Stellplatz. Mühsames Rangieren war gestern. Kalle Sturmann parkt seinen Wohnwagen einfach per Fernbedienung. Nicht ohne Stolz. Der wiegt jetzt beladen 1800 Kilo. Von dem her, das, man kann es schieben, aber jetzt halt über so Wurzeln wird es eigentlich schon schwierig. Muss ein bisschen schieben. Ja?
So, oder? Ist halt bequem, da könnte jetzt meine Tochter auch die Fernbedienung bedienen und könnte einen Wohnwagen positionieren, das ist also kein Problem. Tatsächlich, kinderleicht. Halt, halt. Oh, Mami. Ich hab nur die schon noch mal über die Wurzel wahrscheinlich. Muss ein bisschen schieben, so. Ja. Oder? Sollte halt relativ gerade stehen, weil innen drin ja auch Wasser und dass man nicht so bergab schläft und mal aus dem Bett rugelt. Nachdem der Wohnwagen perfekt ausgerichtet ist, läuft alles wie am Schnürchen. Die Camperfamilie ist ein eingespieltes Team. Komm schon, Schatz. Stehen wir da hinten ins Eck und heben mal das Eck. Ja, ganz hinten das Eck, einfach so hochheben. Andere, und einfach mal ein bisschen ziehen. Ich vergesse immer, wie das ist, weil ja, so viele Teile und so. Aber aufbauen ist halt immer so, ja, nicht so schöne Sache, aber dann ist ja okay alles. Familie Sturmann ist perfekt ausgerüstet. Deutsche Gründlichkeit unter der Sonne Italiens. Da sind nachher immer die Lebensmittel drin. Dann haben wir hier so alles durchgeplant. Das ist die berühmte Eiswürfelmaschine. Hier wird jetzt gar nachher alles von Kabel, klar, brauche ich alles Strom und so weiter. Und da haben wir eine Eiswürfelproduktion, die macht alle 7 Minuten 12 Eiswürfel. Und die läuft eigentlich Tag und Nacht. Abends gibt es kein Pirinha, solche Sachen. Also dann lassen wir es uns einfach gut gehen. Nach 2 Stunden schweißtreibendem Aufbau endlich der erste Drink. Natürlich auf Eis. Der Urlaub kann beginnen. Auf einen schönen Urlaub. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. Auf einen schönen Urlaub. Also nochmal. What I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long. Hallo, guten Tag. Schichtbeginn für Manuel Vanin. Er ist Platzwart auf dem Campingplatz und beginnt seine Arbeit jeden Morgen mit dem gleichen Ritual. Ich creme mich ein, weil mit meiner teutonischen Haut, obwohl ich Italiener bin, dann kriege ich ganz einfach Sonnenbrände. Der Gang in die Zentrale, reine Höflichkeit. Denn eigentlich läuft hier fast alles über Smartphone. Eine App zeigt, welche Stellplätze frei oder besetzt sind oder wo auf dem großen Platz etwas zu tun ist. Wenn Gäste aus der Warteschlange kommen, führt Manuel sie zu ihrem Stellplatz. 40 Kilometer legt er so täglich auf seinem Fahrrad zurück. Und das stets gut gelaunt. Der Campingplatz ist ausgebucht. Das bedeutet, 12.000 Menschen machen hier gleichzeitig Urlaub. Ein ständiges Kommen und Gehen. Wir packen hier ganz kurz, ich zeige Ihnen den Platz und dann, wenn alles in Ordnung ist, dann vielen Dank. Den Platz hier auf die rechte Seite. Ja. Ein Schnäppchen. Meinen Sie? Ja. In der Bereich hier, ja. Also, das ist auf jeden Fall. Da muss ich Ihnen schon einen Aufenthalt. Ja, und wenn jetzt die Tochter einen anderen Platz will. Wir sind da unten. Alles klar. Ja, also, wissen Sie da bescheiden am Eingang? Wir sind nicht so einfach. Sie sind nicht so einfach? Nein. Wir sind aber dafür bereit. Also, das ist der Challenge, das wir annehmen. So, nee, da ist die Tochter. Nee, da ist sie. Alles klar. Sie haben einen Platz. 6246. Und der ist zwar noch ein bisschen gesperrt, weil da ein Baum drin liegt. Ja, dann darf ich Ihnen nicht das geben. Das ist Befehl. Und wenn wir uns da nur so ein bisschen am Rand hinstellen und ihr könnt da arbeiten? Nein, bitte nicht. Also wir haben schon einen Ablauf. Es war okay. Relativ knackig in den letzten 2 Tagen. Ja, haben Sie ein bisschen Verständnis? Also, vor 2 Tagen hat hier ein Unwetter gewütet und ein paar Bäume entwurzelt.
Deshalb sind einige Stellplätze noch gesperrt. Manuel versucht trotzdem, den Wunschstellplatz für die neuen Gäste klarzumachen, obwohl auf dem noch ein Baum liegt. Okay, der Plan ist folgendes. Als Sie erfahren, dass der Platz frei ist, sagen Sie das Bescheid. Und wenn es gibt keine von meinen Kollegen parallel mit dem Fahrzeug, das geführt wird bis dahin, dann kriegen Sie den Platz. Wir werden alles bestens versuchen. Ja, alles klar. Bitte. Ciao, ciao, ciao. Hauptsache immer lächeln und Gästen ein gutes Gefühl geben. 450 Mitarbeiter in ihren gelben T-Shirts kümmern sich um das Wohl der Gäste. Extra Wünsche sind an der Tagesordnung. Besonders die Deutschen wollen einen perfekten Urlaub haben. Rückblende. Zwei Tage zuvor. Eine Gewitterfront überrascht die Region Venetien. Die Folge? Mehrere entwurzelte Bäume und Schäden auf dem ganzen Campingplatz. Dann haben wir dort gespielt mit den Kindern und dann ist der Wind gekommen und dann war das wusch, war das da. Nur eine knappe Stunde wütet das Unwetter, aber dafür mit besonders starker Wucht. Die Camper versuchen zu retten, was zu retten ist. Die Sandra ist hinten gestanden an der Seite. Ich hab den Barfis gehabt. Ich hab Angst gehabt, weil ich gesagt habe, wenn, dann schieb ich da um mich. Dass man da nicht aufs Zelt verfällt. Und deswegen, aber dann habe ich gesehen, dass es eben da oben verfangen hat und dann habe ich wieder losgelassen. Weil in dem Moment auch eine junge Mutter mit ihrem Kind vorbeigelaufen ist. Die Hilfsbereitschaft ist groß in der Campingfamilie. Zum Glück ist niemand verletzt worden. Extra Schicht für Massimo. Er muss schnell reagieren, alle Schäden aufnehmen und Sonderschichten für die Männer mit den Motorsägen anordnen. Alles soll schließlich so schnell wie möglich wieder ordentlich aussehen. Jetzt scheint auf die Sturmspuren am Wegesrand wieder die italienische Sonne. Massimo schaut persönlich nach dem Wohl seiner teutonischen Gäste. So ganz sind die Unwetterspuren noch nicht beseitigt. Einige entwurzelte Bäume liegen immer noch herum. Diese Camperfamilie ist genervt von dem Baum in ihrem Vorgarten. Ich war nämlich schon mal vorne bei einer Dame und habe ihr auch gesagt, dass ich es einsehe, dass natürlich erst die runterhängenden Äste und alles und so weg muss. Aber es ist für uns wirklich echt blöde Umstände, weil wir haben im Wohnwagen Mordsviecher, die natürlich alle aus dem Geäst da unten raus treiben, gell? Und mit zwei kleinen Kindern und wir können ja auch das Auto nicht mehr herstellen und nichts. Da haben Sie ja, haben wir Ihnen ja den Platz genau, da oben. Genau. Das ist jetzt soweit schon in Ordnung, aber mir wäre es trotzdem recht, wenn es vor natürlich. Freitag noch passiert. Weil das muss man den ganzen hochziehen. Und dann müssen wir das Loch auch wieder zumachen. Ja, aber Sand gibt es ja genug. Wir sind ja am Meer. Ja, aber den Sand am Strand, den dürfen wir nicht nehmen. Ah, den dürft ihr nicht nehmen, okay. Dann sieht genau. Es natürlich anders aus. Nee, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Okay, ja, wäre okay. Schön. Ja, weil ihr habt gestern schon zu Kollegen auf jeden gesagt, Fall. Wenn wir natürlich. Ciao. Manager auf dem größten Campingplatz Italiens. Ein Fulltime-Job. Und dazu immer wieder neue, unerwartete Probleme. Mit seinen 12.000 Gästen ist Marina di Venezia wie eine Kleinstadt am Strand. Sie kennt den Campingplatz, seit sie 6 Jahre alt ist. Josephine Olsen. Bislang kam sie jedes Jahr als Touristin mit der ganzen Familie aus Dänemark. Doch dieses Jahr arbeitet sie hier. Josephine ist eine von mehr als 20 Bademeistern. Um diesen Job zu bekommen, musste sie eine harte Schule durchlaufen. Denn der Schwimmbadbereich ist überlaufener als der angrenzende Mittelmeerstrand. In den ersten Tagen als Bademeisterin war ich sehr ängstlich. 3 große Wasserrutschen bieten ordentlich Action. Die Bademeister sind die Chefs an den Rändern der 10 Becken. Zum Glück läuft alles rund.
Am meisten muss Josephine Auskunft geben oder Kinder auf das Springverbot hinweisen. Mit mäßigem Erfolg. Spielen im Wasserschloss, entspannen im Whirlpool, Bahnen schwimmen, Aquagymnastik oder im Wellenbad toben. Hier kommen alle Gäste auf ihre Kosten. Jede Stunde wechseln die Bademeister ihre Positionen. Das Durcheinander im Wellenbad erfordert von Josephine schon deutlich mehr Konzentration. Während sie eine Stunde später am Olympischen Schwimmbecken die Badegäste im Auge behält, kontrolliert Giulio Valeri im Keller die Wasserqualität. Viermal pro Tag misst er den pH-Wert und den Chlorgehalt der einzelnen Becken. Besonders mit vielen Leuten kann es schnell passieren, dass irgendwas mit den Chlorwerten nicht stimmt. Chlor desinfiziert das Badewasser und tötet Bakterien und Keime. Über die täglichen Messungen führt Giulio Buch und weiß sofort, wann er Chlorsalz nachfüllen muss. Das geht nur mit Atemschutz. 25 Kilo sind in diesem Eimer. Die Tagesdosis. Das Chlorsalz könnte die Lunge beim Einatmen stark schädigen. Hände waschen ist deswegen Pflicht, bevor er sich die Maske wieder abnehmen kann. Als nächstes ist das Filtersystem dran. Ventile öffnen, andere schließen. Besonders die korrekte Reihenfolge ist wichtig. Wenn ich ein Ventil zulasse, während die Anlage noch läuft, explodiert sie. Da muss ich sehr vorsichtig sein, auch wie viel ich von dem Kieselmehl reinmache. Einmal pro Tag wird der Anschwemmfilter gereinigt und danach neues Filtermaterial aus feingemahlenem Sedimentgestein angerührt und eingefüllt. Jetzt hat sich Giulio erst einmal seine Siesta verdient. Woanders auf dem Platz gibt es keine Siesta. Josephine muss auch in der Pause arbeiten. Neben ihrem Bademeisterjob studiert sie Sprachwissenschaften im nahegelegenen Venedig. Die ganze Saison von April bis September wohnt sie hier auf dem Campingplatz. Vor 13 Jahren kam sie zum ersten Mal hierher. Es ist ein magischer Ort. Nicht nur wir lieben den Platz, auch alle anderen, die hier Urlaub machen, lieben ihn. Schon seit dem Jahr 1958 beschert der Campingplatz seinen Gästen diese magischen Momente. Dieses Jahr soll am italienischen Feiertag Ferragosto der Höhepunkt der Campingsaison gefeiert werden. Nur noch 2 Tage. Massimo hat deshalb viel zu tun. Also jetzt gehen wir am Strand runter und schauen, wie die Vorbereitungsarbeiten für die Show, um dort praktisch Bühne, Service, alles aufzubauen. Massimo plant Großes. Deswegen auch der Lastwagen am Strand. Der weckt natürlich Neugier bei den Gästen. Könnt ihr auch hier durchgehen? Sprecht ihr Deutsch? Ach so, wir müssen kurz warten, bis der Lastwagen sich positioniert hat. Dann könnt ihr wieder durch. Die Requisiten für eine akrobatische Show in der Luft werden geliefert. Allerdings ist der Lastwagen mit dem Material zu schwer, um über den Sand zur Bühne zu fahren. Deshalb muss ein Radlader helfen. Das kostet wertvolle Zeit, bis endlich die gesamte Ladung Stück für Stück zur Bühne gebracht ist. Ein bisschen, was uns jetzt so langsam voranbringt, ist, dass das Material hätte eigentlich alles auf in Kisten gelagert werden sollen. Jetzt gelangt alles einzeln zur Bühne. Massimo ist schon längst auf dem Rückweg zum Verwaltungsgebäude. Nicht alles lässt sich per App vom Handy erledigen. In seinem Büro hat der studierte Jurist den ganzen Campingplatz im Blick.
und organisiert sein Team und das Wohl der 12.000 Gäste. Eine große Herausforderung. Doch der Südtiroler bleibt bescheiden. Das Geheimnis sind die Mitarbeiter. Und ein gutes Team ist eigentlich die Grundlage, dass alles sauber ist, dass alles perfekt ist. Ja, Entschuldigung. Pronto. Platzwart Manuel unterwegs zu seinem nächsten Einsatz. Immer noch sorgen die Unwetterschäden für Unmut bei den Campern. Okay, ich hatte eine Anfrage, das war ein Notfall. Ich musste 3 Stück Holz bewegen von meinem Platz bis hierher. Das ist gefährlich, aber kommen Sie mit. Stopp. Hoch oben hängen abgebrochene Äste und drohen herunterzufallen. Die Dame hat ihr Auto weggefahren, denn wir hatten Angst, dass der Ast bei einem kleinen Windstoß runterfällt. Grazie mille. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Prego. Prego. Ohne Leiter geht hier aber nichts. Manuel gibt den Auftrag weiter. Problem gelöst. Grazie. Ciao, arrivederci. Der nächste Morgen. Sonnenaufgang über dem Meer. Am Strand ist es noch ruhig. Die einzige Tageszeit für Massimo, sich zu entspannen. Ganz ohne Campinggäste. Zur gleichen Zeit, wenn alle noch schlafen, bereitet Nicola Balissera seinen Supermarkt für den nächsten Teutonenansturm vor. Jeden Morgen fährt der LKW vor. Denn Nicola weiß, worauf seine überwiegend deutschen Kunden auch in Italien nicht verzichten möchten. Typisch deutsche Frühstücksbrötchen. Eine ganze Lastwagenladung für den Campingplatz. Jeden Morgen frisch geliefert. Nicolas Schwester bereitet die Kassen vor. Zusammen managen sie den Campingplatz-Supermarkt. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Nicola hier. Es gefällt mir sehr gut, weil ich mit Leuten arbeite, die in den Ferien sind. Daher sind alle glücklich. Andere, die in der Stadt arbeiten, haben Kunden, die arbeiten und gestresst sind. Hier sind fast alle ruhig und zufrieden, weil sie in den Ferien sind. Trotz Urlaub. Einige deutsche Camper können es nicht erwarten, um Punkt 7.30 Uhr ihre Frühstücksbrötchen abzuholen. Täglich gehen hier rund 2.500 frische Brötchen über die Theke. Trotz der flinken Bedienung bilden sich gerade morgens lange Schlangen. Das gesamte Sortiment im Supermarkt stellt der Chef persönlich zusammen. Viele italienische Produkte, aber auch viele aus der Heimat der Gäste. Rund die Hälfte der Waren hier stammt aus Deutschland. Aber natürlich dürfen auch italienische Spezialitäten nicht fehlen. Die Nachfrage nach bestimmten Lebensmitteln ändert sich je nach Herkunft der Urlauber schnell. Nicola stimmt deshalb das Sortiment immer mit der Verwaltung ab. Wir sind ständig in Kontakt mit Massimo, der uns die An- und Abreisen und die Nationalitäten mitteilt. Aufgrund dessen und aus Erfahrung vergangener Jahre versuchen wir uns anzupassen. Und dann braucht es, wie immer mit allen Sachen, Glück. Frische Brötchen und Croissants gehen jedenfalls immer. Langsam erwacht auch das Leben in der Piazza,
der Einkaufs- und Flaniermeile des Campingplatzes. Hier spazieren die Gäste wie in einem Stadtzentrum. Mit dem Unterschied, dass am Ende dieser Straße ein Animationsteam zum Clubtanz bittet. Die Geschäfte sind auf Campinggäste spezialisiert, sodass es an nichts fehlt. Sauberkeit und Ordnung werden auch hier großgeschrieben. In der Einkaufsstraße gibt es auch einen Eisladen. Seit 7 Uhr bereiten Emanuel und Massimiliano Eis zu. Emanuel Zanella macht gerade Zitroneneis. Die hellen Eissorten laufen morgens als erste durch die Maschine. 18 verschiedene Sorten haben sie sich für heute vorgenommen. Da darf man schon mal ein Rezept nachschlagen. Wir fangen ja immer mit Zitroneneis an, aber ich kann mich leider nie an das Rezept erinnern. Deshalb muss ich immer nachschauen. Die Basis für das Eis ist ein Gemisch aus Wasser, Milch, Sahne, Zucker und Verdickungsmittel. Je nach Geschmack werden dann noch verschiedene Zutaten hinzugefügt. Dann geht es in die Eismaschine. Und schon wird die nächste Sorte, jetzt Bananeneis, vorbereitet. Kiloweise. Heute haben wir 65 Behälter. Wenn man bedenkt, dass ein Behälter 3 Kilo wiegt, dann sind das insgesamt ungefähr 200 Kilo. Sieben Minuten benötigt die Eismaschine, um bei minus 8 Grad aus der flüssigen Masse Eis zu machen. Manuel füllt es in die Behälter für die Eistheke. Die vollen Behälter kommen dann in die Tiefkühltruhe mit minus 19 Grad. Draußen sind es schon jetzt mehr als 30 Grad, im Schatten. Auf dem Campingplatz sind auch Hunde willkommen. Dieses Angebot wird von Urlaubern mit Hund gerne angenommen. Und auch die Tiere scheinen sich wohlzufühlen. Hund Lotti und Frauchen Michelle genießen den Auslauf auf der Hundewiese. Im Agility Park gibt es einen Hindernisparcours für Geschicklichkeitsübungen. Auf dem gesamten Campingplatz herrscht eine entspannte Einstellung gegenüber den Vierbeinern. Manchmal finde ich, wenn man über den Platz läuft und der Hund an blöden Stellen irgendwie seine Geschäfte verrichtet, dann ist es doch unangenehm. Und hier stört es einfach überhaupt gar keinen. Und dann kann ich auch guten Mutes über den Platz laufen. Nach dem Training in der Sonne geht es für Lotti unter die Hundedusche. Seit 10 Jahren ist Massimo hier als Manager unterwegs und gibt jeden Tag sein Bestes, um den Campern einen perfekten Urlaub zu bieten. Manchmal gibt es für diesen Einsatz sogar ein Dankeschön. Buongiorno. Was habe ich verbrochen? Weil du immer so nett bist und seit 8 Jahren kennen wir uns. Ja, okay. Und jetzt waren wir ein Jahr nicht hier und du hast uns wieder erkannt, jetzt haben wir gesagt, jetzt muss ich dir ein Geschenk mitbringen. Okay. Von uns zu Hause, vom Burgenland. Okay. Dankeschön. Für ein Dankeschön für die vielen Jahre. Also ich werde es mit meinen Mitarbeitern teilen. Ja, es ist was Süßes, was Rotes, was Weißes. Muss nicht sein, gell? Nein, überhaupt nicht. Aber uns macht es Freude. Okay. Dankeschön. Danke dir. Danke dir. Wir kommen sicher wieder. Danke dir. Schönen Abend noch. Ciao. Okay. Danke. Die schönen Seiten des Managerjobs. Gratis Essen gibt es manchmal auch, wenn er Glück hat. Heute selbstgemachte Maultaschen.
Das sind ein paar Teller, oder kleine, gib mal bitte. Wir müssen ja arbeiten noch. Ja, aber eins wir probieren kann ich schon. Gut, bitte. Danke schön. Dürfen Sie. So. Ah, die sind schon fertig. Und die sind schon fertig. Ah, super. Sicher. Na, da. Aber ist das... Mach mal bitte. Ist es nicht zu warm, um Maultaschen zu essen hier? Das sind Quarkmaultaschen. Ah, okay. Hat super geschmeckt. Ja? Danke auf jeden Fall. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Ruhe kehrt ein. Abendessenszeit. Da heißt es italienische Spaghetti oder deutsches Grillfleisch. Die lauen Abende auf dem Campingplatz, Dolce Vita pur. Natürlich nicht ohne deutsches Satellitenfernsehen. Nach dem Abendessen wird den Gästen Unterhaltung geboten. Dafür sind die Animateure da. Martina Degri auf dem Weg zum Schminken. Gemeinsam mit den anderen Animateuren führt sie heute das Musical Die kleine Meerjungfrau auf. Um 9:30 wird den Animateuren nochmals volle Konzentration abverlangt. Wir müssen immer aufpassen auf alle die Schritte und die Tanzen, weil so viele Choreografie sind. Also das ist ein bisschen schwer für alle. Alle helfen einander, schminken sich gegenseitig und werden dabei kreativ. Die Vorbereitung ist genauso wichtig wie die Show selbst. Il nostro musical La Sirenetta, le dati un noi, ma le loro terno, I'm not beginning here, just one for them start, still last. Zweimal pro Woche hat Martina einen Auftritt auf der Bühne. Kurz vor dem Start steigt die Nervosität. Jetzt geht's los. Wer noch Lust hat, zieht nach der Show weiter an die Strandbar. Seit 29 Jahren steht Bruno Zanetti hier hinter der Theke. Und der 77-Jährige denkt nicht daran, in Rente zu gehen. Das ist mein Antrieb. Ohne diese Arbeit würde ich sterben. Und dazu sind wir noch auf dem schönsten Campingplatz der Welt. Seine Tochter und sogar seine Frau arbeiten auch hier an der Bar. Bruno, der Pate des Campingplatzes. Für mich fühlt es sich so an, als ob das mein Campingplatz wäre. Auch mit den Gästen hier fühle ich mich geborgen. Die Stimmung ist gut. Aber spätestens um 1 Uhr ist auch der Abend an der Strandbar vorbei. Dann gilt Nachtruhe. Der nächste Morgen. Die Campingplatz-Crew ist schon wieder früh auf den Beinen. Ein sauberer Strand gehört genauso dazu wie saubere Unterkünfte. Michela Celegmin arbeitet beim Reinigungsteam. Auch sie ist mit dem Fahrrad unterwegs. Die Putzfrauen reinigen die 400 Ferienunterkünfte, die der Campingplatz zusätzlich anbietet. Nicht alle Gäste reisen mit dem eigenen Wohnwagen an. Vor der Arbeit packen alle ihre Sachen, Putzlappen und Reinigungsmittel. Paolo Lazzarini koordiniert die Arbeitsaufträge und behält den Überblick. Alles ist natürlich auch hier über eine App organisiert. Paolo, wo muss ich heute hin? In die 312.
Okay, 312. Okay. Danke. Ciao. Tschüss, Mädels. Michaela arbeitet heute mit Susi zusammen. Es ist Hochsaison. Das ist besonders anstrengend. Es wird ein knallharter Tag. Normalerweise gibt es sehr viele Wechsel am Wochenende und zusätzlich ist diese Woche auch noch Ferragosto. Es gibt ausreichend Arbeit. Ferragosto. Auch für Massimo das Thema. Heute kommt der Kran, der die Künstler während der Show in der Luft schweben lässt. Auch er darf im Sand nicht einsacken. Eine logistische Herausforderung. Es gibt für jeden noch viel zu tun. Kommt das bis hier raus? Okay. Miki. Marco. Ich leite die Leute um. Alle packen mit an. Und danach muss der Strand für die Gäste wieder schön hergerichtet werden. Aber die bekommen von der Vorbereitung wenig mit. Wer nicht am Strand liegt, ist auf Shoppingtour in der Piazza. Hochbetrieb bei mehr als 30 Grad im Schatten. Ideal für Manuels Eisladen. Die Schar seiner Fans ist groß. Kinderaugen leuchten, wenn er sein Eis über die Theke reicht. Und schmeckt's? Mehr als 200 Kilogramm Eis produziert er morgens. Und abends ist fast alles aufgegessen. In den Sommermonaten dreht sich bei Manuel und Massimiliano alles ums Eis. Sie möchten die Leute damit jeden Tag neu beeindrucken. Ich bin ja ständig in Kontakt mit den Leuten und so kann ich sehen, wie mein Eis ankommt. Und auch wenn es echt viel Arbeit ist, ist es am Ende eine Belohnung, wenn ich sehe, wie ihnen mein Eis schmeckt. Ohne diese Wertschätzung hätte ich überhaupt keine Lust, das Ganze zu machen. Genauso wie das Eis gehört auch das Wellenbad zum Ferienfeeling. Es ist die Attraktion im Campingplatz eigenen Aquapark. Da kann das benachbarte Mittelmeer einpacken. Für Bademeisterin Josephine heißt es hier volle Konzentration. Die Herausforderung, in dem großen Getümmel den Überblick zu behalten. Hausmeister Giulio hat vor 10 Jahren den Aquapark mit aufgebaut. Stolz zeigt er in den Katakomben die Wellenmaschine. Diese Gebläse füllen eine Kammer mit Luft. Das hier ist eine Kammer mit zusammengepresster Luft, wie ein Kompressor. Dann gibt es hier oben diese großen Ventile. Die stehen in Verbindung mit einer Kammer aus Wasser und Luft. Der Kompressor drückt die Luft zusammen, sodass das Wasser nach unten gedrängt wird und dann durch die schwarzen Schlitze als Welle im Pool hervorkommt. Giulio kontrolliert und steuert den gesamten Wasserkreislauf digital per Knopfdruck. Auch hier kommt eine App zum Einsatz.
Mit der App sehen wir alles innerhalb von Sekunden. Sogar morgens, noch bevor wir zur Arbeit kommen, wissen wir, wo es Probleme gibt und wo wir eingreifen müssen. Sogar die Rasensprenger kann er mit der App steuern. So sorgt er dafür, dass der Rasen zwischen den Bungalows immer grün und gepflegt aussieht. In diesem Bungalow steht heute ein Bettenwechsel an. Michaela und Susi müssen jetzt alles säubern und neu herrichten. Sie putzen die Gartenvilla. Die Unterkunft hat sogar einen Innenhof mit Garten und bietet Platz für bis zu 6 Personen. Voll belegt kostet eine Nacht in der Hochsaison etwa 300 Euro. Vier Zimmer müssen sie hier sauber machen. Jeder Handgriff sitzt. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Für diese Art von Bungalow brauchen wir zu zweit etwa 1,5 Stunden. Je nachdem, wie schmutzig es ist. Ach, es ist schon ein bisschen hart. Entschuldigung, kannst du mir bitte kurz helfen, das Hochbett zu machen? Im Team wissen sie genau, wer wo schrubben, wie und wann an welchem Ende ziehen oder drehen muss. Manchmal halte ich für einen Moment inne und frage mich, oh mein lieber Gott, wann werde ich damit fertig? Aber wenn du deinem Schema folgst und dir ein bisschen Zeit nimmst, weil es natürlich länger dauert, wenn es schmutzig ist, dann ist am Ende immer die Genugtuung, dass ich es geschafft habe. Und dann ruft die Zentrale. Ja, Christian, wir gehen zur 125. Perfekt. Ciao, ciao. Susi? 125. Wir müssen zur 125 gehen. In der 125 stehen die Gäste früher als erwartet auf der Matte. Schnelleinsatz für Gärtner und Putzteam. Eine gute Stunde später ist die 125 fertig. Die Gäste können kommen. Auch Massimo hat Stress. Morgen findet das große Ferragosto-Fest statt. Die Vorbereitung der Künstler sieht momentan noch chaotisch aus. Das Campingplatzteam kümmert sich um Absperrungen und Sitzplätze im Sand. Die Akrobaten bauen aus Eisenstäben eine Kugel zusammen. Daran werden sie während der Show in 20 Metern Höhe ihre Kunststücke zeigen. Massimo verlässt die Bühne. Hier sind noch viele Handgriffe nötig. Bis alles steht, dauert es noch bis in den späten Abend. Der nächste Tag. Tierarzt Stefano Vio kommt wie jeden Tag für eine Stunde auf den Campingplatz. Sein besonderer Service? Die Hundesprechstunde. Denn Hunde werden leider auch im Urlaub krank. Erste Patientin, Golden Retriever-Hündin Lilly. Erst die allgemeine Untersuchung und danach noch vorbeugend etwas gegen spezielle Würmer, die es in wärmeren Ländern gibt. Ja.
der nächste Patient. Hallo. Was passiert? Der hat entzündete Augen. Ah, okay. Der Hund mit den entzündeten Augen heißt Sam. Wir sollen waschen die Augen, weil es gibt viele Sand. Und mit dieser Sand, die Bakterien, macht eine Entzündung und eine kleine Infektion. Eine Tablette, eine, zwei Stunden vorher fressen. Okay. Und da, einmal am Tag. Einmal am Tag, ja. Zwei Stunden vor dem Essen. Ja. Okay. Okay. Was? Okay. Einmal am Tag. Sie bezahlt morgen. Morgen. Ja, okay. Okay. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Auf dem Campingplatz füllt sich die Pizzeria. Für bis zu 600 Gäste werden hier Pizzen im Akkord gebacken. Ob Meeresfrüchtepizza, Prosciutto oder Salami. Alles frisch zubereitet und gebacken. Abend für Abend werden hier über 1000 Pizzen direkt aus dem Ofen serviert. Und das ist nur eines von drei Restaurants auf dem Campingplatz. Für viele Urlauber heute die perfekte Einstimmung auf das große Fest. Es ist soweit. Auch Kalle, Yvette und Alma wollen das Spektakel nicht verpassen. Sie machen sich auf zur Show. Wie sie pilgern tausende Gäste zum Strand. Immer geradeaus. Die besten Plätze sind schnell vergeben. Massimo sorgt dafür, dass jeder einen Platz findet. Nur noch eine halbe Stunde bis zum Beginn der großen Show. Also jetzt, wo so viele Leute da sind, natürlich ist die Aufregung sehr stark, weil für uns ist wichtig, dass alles perfekt läuft. Ja? Und jetzt habe ich keinen Einfluss auf die Show, weil es beginnen die Künstler jetzt. Signori, signori, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Meraviglia! Die fliegenden Akrobaten der italienischen Künstlergruppe Sonics treten auf. Ihre Show heißt Meraviglia, zu Deutsch das Wunder. Jetzt bin ich wirklich erleichtert. Da war für mich schon ein bisschen Aufregung dabei, dass alles gesichert ist und so, aber es ist alles super gegangen. Fantastisch. Ein Sommerabend geht zu Ende auf Marina di Venezia, dem größten Campingplatz Europas.